Herzlich willkommen zum, wir nennen das Wegbereiter Impuls. Mein Name ist Georg Diegrober. Ich habe diese Allianz, diese Initiative ins Leben gerufen, mit den großen Bedürfnissen in Österreich zu verändern. Und mir war vor Jahren schon klar, von oben kommt die Veränderung nicht. Und wir sehen ja jetzt gerade in der Politik, dass das nicht ganz einfach ist. Und aber sehr wohl mit Menschen, die wegbereitend sind, weise Menschen, Menschen, die ja, einfach über das eigene Interesse hinaus handeln. Und das war so mein Impuls, wo ich gesagt habe, das kann gelingen. Und wir sind jetzt ein paar Jahre unterwegs, die zusammenzuführen. Wir nennen die ja Wegbereiter. Wenn ich da ganz kurz noch einblende, dann haben wir, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Das sind Unternehmen, die im Bereich Lebensmittel, Energie, Natur pionierhaft unterwegs sind und die auch eins haben, die Wissen weitergeben. Dann haben wir Köpfe, das sind Mentoren, Botschafter, die in die Gesellschaft wirken. Und dann haben wir als dritten Impuls, der ganz, ganz wichtig ist auch für dieses Projekt. Wir haben ungefähr 2000 Gemeinden in Österreich und haben ein paar Vorbildgemeinden. Und ganz wesentlich in dem heutigen Kontext ist dieses Kumpolskirchen. Da sind wir dann noch einiges dazu. Und das ist der Ansatz, dass man mit diesen Wegbereitern, mit diesen Pionieren und auch Bürgermeisterpionieren einfach eine Transformation schaffen zugunsten unseres Landes, zugunsten unseres Lebensraums. Und heute haben wir das Thema Lebensraumgestaltung und haben da in der Mitte Sektion in Salzburg LP-Architektur. Das ist Tom Lechner. Und Tom Lechner ist so der Branchensprecher, also wir haben je Branche einen, der das kommuniziert und der verbindet. Und Lechner Tom ist Architekt und ich würde auch sagen, ein Mediator, also dieses Zusammenbringen, die Lösung für allen, also ein gutes Ergebnis im Sinne uns aller zu finden, das ist uns ganz, ganz wesentlich. Und Lechner Tom ist ein besonderer Architekt, der Holzbau Engelbert Schrempf ist dabei. Und wenn man jetzt sagt, ja, wie stellt man Lechner Tom vor, dann wird es viele Möglichkeiten geben. Österreicherhaus bei den Olympischen Spielen, aber ich hätte es so gemacht, dass ich einfach einblende, das ist die Registrierung aller unserer Wegbereiter, also die in der Ökonomie der Menschlichkeit, das ist das doch wirken. Und wenn ich das kurz vorlassen darf, weil es so bezeichnend steht für das Ganze, die Arbeiten von Tom Lechner sind Bauten ohne applizierte Romantik oder individualisierte Attitüde, also für mich Herausforderung auch die Sprache. Primär ist nicht das Objekt, sondern das Raumangebot und die Erlebnisqualität nach innen, wie in die Landschaft hinaus, die der Bau aus sich heraus den Nutzerinnen bietet. Und das sagt Otto Kapfinger, das ist ein Architekt oder das ist mehr als Architekt. Ich glaube, der Architekturkritiker ist, da meinst du dann noch was zu sagst. Also gerade dieses Zeitlose, dieses Einfache. Es sind, glaube ich, ein paar Dinge, wo Räume einfach schön sind, anspruchsvoll sind. Und die Reduktion, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also das ist jetzt mein laienhafter Einstieg, lieber Tom, oder der Versuch, dich vorzustellen. Bitte, wenn es du übernimmst, freuen uns sehr, sehr auf deinen Impuls und danke für dein Ja. Was ganz wesentlich ist, denn was ich auch noch sagen darf, diese Wegbereiter beteiligen sie an den Kosten der Ökonomie der Menschlichkeit oder unserer Allianz. Also du gibst nicht nur an Impulsen, an Zeit, sondern du bist auch noch bereit zu investieren. Das sind ein paar wenige, aber so schaffen wir ganz sicher die Transformation. Tom, bitte. Ja, danke Georg für deine Einleitung. Sicher nicht laienhaft, sondern sehr ehrlich und aus deiner Sicht und schönen Nachmittag in die Runde. Warum haben wir versucht, eben über das Thema, wie schaut unsere Umwelt aus, wie wird sich das entwickeln, heute mal so einen Impuls zu starten, war eben genau das, dass ich einfach mit den Augen meiner Fachexpertise, aber nicht nur mit diesen Augen, sondern auch mit den Augen des Menschsein, einfach Bürger zu sein, Bürger in der Gesellschaft, merke, wie sich einfach die letzten 20, 30 Jahren, das ist auch der Zeitrahmen, in dem ich aktiv Architekt bin oder Büro führe, wie sich da unser Umfeld verändert hat. Und das, was da der Otto Kapfinger, das ist in Österreich ein sehr wichtiger Architekturkritiker, da über unsere Arbeit geschrieben hat im Rahmen einer Analyse, ist eben genau das, was vielleicht heute das Thema sein sollte. Nicht der Fokus auf das einzelne Gebäude und darüber zu diskutieren, ist es schön, ist es schier,
passt es in unserer Landschaft oder nicht. Das ist vielleicht ein Diskussionsansatz, sondern eigentlich das, was unser Tun und Handeln, speziell mit dem Bauern, dann provoziert in der Entwicklung einer Gemeinde, einer Kommune, in den Umfeldern, in den Rahmenbedingungen, in den Randbereichen, weil jedes Gebäude natürlich den Ort verändert, in dem es errichtet wird, und jedes Gebäude mit den entsprechenden Funktionen und Inhalten auch eine Entwicklung provoziert oder eine Entwicklung auch stoppt oder hemmt. Und genau dieser Zeitraum von diesen 20, 30 Jahren speziell, und das ist noch nicht gesagt worden, also ich sitze in Altenmarkt, im Bongau, also mitten, sage ich einmal, am Land. Das Land ist geprägt, oder der Ort und die Umgebung geprägt natürlich vom Tourismus, und das hat natürlich sehr, sehr viel Positives, was das Wirtschaftliche, die wirtschaftlichen Impulse und die Wirtschaft unseres Ortes, die Entwicklung der Wirtschaft anbelangt, aber durchaus auch ein paar kritische Anknüpfungspunkte, wo wir uns einfach bewusst sein sollten, was das heißt, wenn wir auf diese Art und Weise weiterdenken. Und darum auch der Titel heute mal ganz kurz innehalten. Das heißt nicht, wir sollten ab morgen nichts mehr bauen, das wird nicht funktionieren. Aber zumindest das bis dato Geschehene sollten wir einfach einmal reflektieren und daraus bitte Schlüsse ziehen. Das wäre mir so wichtig, weil ich habe das oft das Gefühl, dass man einfach nur anlassbezogen von einem ins nächste tappt und nie das große Gesamte und auch diese unterschiedlichen Einflüsse untereinander auch analysieren oder dem uns auch bewusst werden. Ich habe jetzt zum Einstieg ein paar Folien vorbereitet, weil die Sprache nur eine Möglichkeit ist der Kommunikation und gerade wenn es um Gestaltung geht, das Bild doch mehr sagt als viele Worte. Jetzt versuche ich mal den Bildschirm zu teilen und ihr seht es. Und ich darf einfach da kurz ein paar Folien zeigen, zu denen ich auch kurz ein bisschen was schilder. Das ist einfach unser Naturraum, unsere Landschaft, das unser größtes Kapital ist, aber nicht im Sinne Kapital, dass wir das vermarkten und veräußern, sondern das ist unser riesengroßer Schatz, der einfach das Leben bei uns so lebenswert macht, und gilt es einfach zu behüten oder den gibt es sensibel weiterzuentwickeln. Sind ein paar Bilder, relativ aktuelle aus dem Umfeld von Altenmarkt. Die Umgebung natürlich insofern ausgewählt, dass man da wirklich den Naturraum als solchen noch erkennen und erleben darf. Und gemeinsam mit der Landschaft ist natürlich die Inputs, die die Gesellschaft dann über die Jahrhunderte, möchte ich jetzt sagen, nämlich aus der Geschichte und der Tradition heraus, diese Landschaft dann verändert, ohne zu werten, noch verändert. Und da ist natürlich die ersten Veränderungen waren natürlich aus der Tradition heraus, aus dem bäuerlichen heraus, die ganz einfachen Wirtschaftsgebäude, hier in dem Fall der Heustadel, der aber dann über genau diese Art und Weise auch unsere Kulturlandschaft geprägt hat. Und das ist für mich so wesentlich, weil ich habe mich nach meinem Studium sehr, sehr stark dann mit dieser bäuerlichen Architektur und Tradition beschäftigt. Warum? Weil mir bei meinen ersten Aufgaben und Umsetzung unserer ersten Projekte von den Entscheidungsträgern sehr flapsig gesagt worden ist, ja, das hat ja nichts mit unserem Ort zu tun. Und das sind ja nicht wir. Und dann war es für mich einfach mal wichtig zu verstehen, ja, wer sind wir, von wo kommen wir her und wo wollen wir hingehen, und das speziell zum Thema Bauen. Und das ist für mich eine unglaublich wertvolle Architektur, die man da sieht. Die ist unspektakulär, die hat keinen Status, aber die ist insofern wichtig, wie gesagt, weil es Teil unserer Identität ist. Und da komme ich jetzt zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Also vorher noch, ich war in Graz auf der Uni und da hat man uns gelehrt, dass Architektur schreien muss, in dem Fall brennen oder spektakulär sein muss. Und trotz 7-jähriger Ausbildung hat man mich nicht davon überzeugen können. Vielleicht bin ich dafür viele Architekten ein bisschen konservativ, aber mittlerweile bin ich stolz darauf, dass ich einfach einen anderen Zugang habe, um zu versuchen, das, was an Qualitäten da ist, weiterzutragen. Aber nicht da jetzt unreflektiert auch das kopieren, sondern schon weiterentwickeln. Und das ist mir auch ganz ein wichtiges Anliegen. Aber ich möchte nochmal zurück auf diese Identität.
Weil natürlich jeder nimmt es für sich in Anspruch, wir stehen für was und so muss man es weiterentwickeln. Und das stimmt bis zu einem gewissen Grad. Nur gibt es da sehr, sehr viele Missverständnisse in der Interpretation. Und ich sage, nicht nur Österreich oder überhaupt der europäische ländliche Bereich, der urbane Bereich, hat einfach über die Natur, über die Lage, wo man ist und über den Menschen, hat Besonderheiten und Merkmale, die diese Identität widerspiegeln. Ich habe da nur ein paar Bilder von ganz unterschiedlichen Landschaftsräumen, Naturräumen und jedes ist für sich einfach ein Unikat, besetzt natürlich einen gewissen Landbereich. Und da geht es gar nicht um eine Wertung, was ist jetzt besser oder was ist schlechter. Das ist einfach typisch für diese Region. Genauso entwickeln dann unterschiedliche Regionen unterschiedliche Bauweisen und Bautraditionen, die dann widerstehen für das Land oder für die Tradition. Und das ist einfach wichtig, dass man einfach diese Qualitäten, die das jeweilige Land hat oder der jeweilige Ort einmal erkennt und auf die aufbaut und weiter trägt. Und dann natürlich neben vielen anderen auch zum Beispiel die Kleidung, über das wird Identität nach außen kommuniziert, aber natürlich auch über einen anderen Bereich der Kultur bis hin natürlich zum Essen etc. So, und wenn wir jetzt nochmal zurück zu uns, sage ich mal, ich spreche jetzt eigentlich vom Alpenraum, der zieht sich ja von Italien, Schweiz, Österreich, vielleicht dann nicht ganz in den Osten nach Burgenland, steht natürlich die Topografie anders aus, aber es gibt überall einen charakteristischen Landschaftsraum und das ist eben unserer. Und da hat man früher so gebaut. Und das hat man nicht gemacht, weil man da als Architekt oder als Bauherr irgendwie großartig da in Erscheinung treten will, sondern das hat man so gebaut, weil man dazu mal entsprechende oder nur entsprechende Möglichkeiten gehabt hat. Das bezieht sich auf die Wahl der Materialien, das bezieht sich auf die technische Ausbildung der Gebäude, das bezieht sich auf den Ort und auf dessen Umgebung. Und das behaupte ich einfach einmal, sind sehr gute Zeitzeugen unserer Baukultur und daraus dann unserer Identität, dass man diese Gebäude, so wie sie dastehen, einfach mit diesem alpinen Raum in Verbindung bringt. Zum Beispiel bezogen auf die Kleidung ist das was, wo ich einfach behaupten mag, ohne da jetzt Profi zu sein, das ist ansprechend, das ist einfach Teil unserer Kultur. Und jetzt ist die große Frage, wie kann man genau diese Art, wenn wir uns da möglicherweise committen, dass das Qualität hat und dass wir alle zu dem historischen uns auch bekennen, da muss man das jetzt weiterentwickeln und man muss einmal analysieren, was ist es. Und ganz wichtig ist es, dass man da weg von subjektiven Geschmacksfragen kommt. Da geht es nicht darum, was gefällt mir als Lechner Dom und was gefällt der Frau Mayer und den Herrn Huber, sondern da gibt es ganz objektive Qualitätskriterien, anhand dessen man einfach gewisse Qualitäten herausfiltern kann oder provozieren kann oder suchen kann. Ich beziehe mich jetzt wieder aufs Bauen. Das ist einfach einmal, wie steht ein Gebäude in der Landschaft, im Umfeld, was provoziert es dadurch, indem es so steht, wie es ist. Wie ist eine Baumassenverteilung, eine Höhe, eine Breite, wie ist die Gebäudetypologie, die Atmosphäre, bis hin dann zur Ästhetik, Materialien, Oberfläche und dann nicht ganz unwichtig das Detail, in dem dann all diese Sachen zusammenspielen. Und das lässt sich auch, sage ich mal, dann bei ein paar anderen Beispielen gut nochmal darstellen. Und die Gefahr dabei ist, dass man das alles falsch interpretiert, oberflächlich interpretiert und dadurch eigentlich fast so in einen Mainstream, in einer Globalisierung, aber nicht in einer wertigen Globalisierung, sondern in einer Uniformiertheit reintappt, wo sich einfach die unterschiedlichsten Länder, Kulturen oder ich will sie herunterbrechen, sogar auf Regionen, nicht mehr über das, was man tut, darstellen können und identifizieren können. Es gibt ja bei uns in den unterschiedlichen Teilen, gibt es speziell im Bauen schon ganz leichte Abweichungen, die aber immer die Grundanforderungen an die Qualität gleich haben. Aber es gibt zum Beispiel in den Dächern klassische Situationen, gibt es leichte Abweichungen, wo es einfach bei uns in Lunga andere Dachformen gibt als wie da. Und trotzdem möchte ich sagen, ein so ein Element ist nicht ausschlaggebend, dass die Gesamtqualität stimmig ist. Und das ist auch die große Gefahr. Gewisse Entscheidungsträger wollen das dann herunterreglementieren
auf das, ich bleibe beim Dach. Ja, wenn das Gebäude ein Dach hat, ein Dach hat jedes Gebäude, ich sprich von einem Steildach, weil das ist, sage ich mal, in der Gesellschaft als Dach, dann ist es gut und hat es keine, sprich ist ein Flachdach, ist schlecht. Und genau dieser Zugang ist einfach vom Prinzip her einfach nicht richtig, weil es nur ein kleiner Teil ist des gesamtkomplexen Themas. Aber dann am Ende des Tages natürlich nicht ein unwesentlicher Teil. So. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit einer anderen Entwicklung, dann darf ich da natürlich ein bisschen polemisch oder plakativ, ist diese Fehlinterpretation in unserer kulturellen Entwicklung bezogen auf die Mode, was sich so darstellt. Das sind wirklich, sage ich mal, ich will es gar nicht nennen, aber es sind Dirndl, die sich aus der Tracht entwickeln. Und wo immer jetzt, wenn ich das sieht, mir vorstellen kann, maximal im Fasching kostümiere ich mich so. Das sind aber wirklich Trachtenmoden, die so verkauft werden in der Gesellschaft. Und mit dem Argument, ja, das ist unsere Kultur, in dem Fall unser Modekultur. Und gleichzeitig ist das aber auch eine. Und genau da sind einfach zwischen diesen zwei weiter Betrachtungsweisen und Entwicklungen sind einfach Welten. Und wenn ihr noch mal erinnert an objektive Qualitätskriterien, dann sind es genau das, die richtige Wahl der Materialien, das sage ich mal angemessene, das heißt, das andere ist fast ein bisschen schreien, plakativ sich in Szene setzen, das haben wir alle nicht not, die Architektur am allerwenigsten. Aber da in der Tracht ist das eine sehr zurückhaltende, hochwertige Möglichkeit, die historische Tracht weiterzuentwickeln mit den neuen Möglichkeiten, mit neuen Materialien und dann auch mit den hochqualitativen Verarbeitungen. Und das ist auch was, was in der Architektur ganz wesentlich ist, da am Ende des Tages die Ausbildung des Details. Ich hoffe, dass ich mit so ein paar Folien einfach einen anderen Zugang da reinbringe, damit es verständlich wird, was ich so meine. Und die zwei Bilder, diese Gegenüberstellung ist jetzt genau das, was die letzten 30, 40 Jahre als Weiterentwicklung unserer Baukultur ist. Und damit habe ich wirklich ein Problem, weil die einzige Weiterentwicklung, die ich sehe, ist, dass alles das sogenannte Satteldach hat. Gell? Aber wahrscheinlich, sage ich mal, gibt es da ganz viele Themen, die eben genau nichts mit dieser historischen Baukultur zu tun hat. Und es ist mir wichtig, dass ich zumindest auch Fachmann da hinschauen möchte und mittlerweile auch sehr viel Auftraggeber oder wir dürfen auch Kommunen beraten, ich sitze sehr viel in Architekturjurien, dass man eben da das Auge hinführt und nicht so auf das, ja, hat es jetzt ein Dach oder wie schaut es jetzt aus? Gut, und zwar im Gegenzug zwei Projekte aus unserem Haus, das heißt einfach natürlich die richtige Wahl der Materialien, die richtige Verarbeitung könnte, ohne zu sagen, dass das der Weisheitsletzter Schluss ist, aber es ist eine Möglichkeit, wie wir einfach mit Tradition und mit historischer Baukultur umgehen. Und die in die jetzige Zeit transformieren, weil wir sagen, unsere Gesellschaft jetzt natürlich eine ganz andere, als sie da vor Hunderten oder 150 Jahren waren. Genau, und jetzt haben wir gesagt, sprechen wir aber nicht über das einzelne Gebäude, sondern einmal über die Raumplanung. Und ich traue mir es fast sagen, in vielen Bereichen leider über eine Fehlentwicklung. Warum? Das heißt, unsere Gesellschaft verändert sich permanent. Ich habe schon erwähnt, wir sind in einer doch glücklichen Lage, in einer wirtschaftlichen guten Konjunktur zu sein, in einem Umfeld zu sitzen, wo einfach auch die Wirtschaft Veränderungen mit sich bringt, die Landschaft sich verändert oder die Gesellschaft und dadurch auch die Landschaft. Und diese Veränderung prägt einfach unser Umfeld. Das prägt unser Lebensumfeld, unseren Lebensraum. Und ich behaupte mal, es gibt wenig Entwicklungsszenarien, die vor, was sind die 10, 15, 20 Jahren über einen sogenannten möglichen Masterplan einmal als Vision aufgezeichnet wurden, dass man sagen kann, wenn wir uns als Gesellschaft, als Wirtschaftsraum so weiterentwickeln, dann müssen wir mit Bereichen A, B, C so reagieren, damit sich unser Landschaftsraum, unsere urbanen oder dörflichen Situationen so weiterentwickeln können. Und das ist dann wirklich eine ganz interdisziplinäre Diskussion, weil einfach da nicht nur das einzelgebaute Objekt dann ausschlaggebend ist, sondern genau die Zwischenräume, Infrastruktur, Verkehr und, und. Und da sind wir dann bei einem unglaublich komplexen Thema. Aber
Das einzige, sage ich mal, Werkzeug, was wir, nicht nur wir, eher die Kommunen haben, ist einmal das räumliche Entwicklungskonzept und die Raumplanung. Und ich habe da jetzt einen Auszug aus Altenmarkt. Und das ist jetzt gar nicht so zu sehen, bitte, dass ich der Altenmarkt jetzt da an den Pranger stelle, sondern das ist ja Land auf und Land ab überall dasselbe. Ich behaupte mal, die Raumplanung passiert anlassbezogen, politisch unattraktiv. Warum? Weil gute Raumplanung Jahrzehnte später erst sichtbar wird. Viel lieber ist es aus der politischen Brille heraus, schnell wieder mal ein Gewerbegebiet aufzuschließen, schnell wieder einen Supermarkt zu öffnen, aber nicht zu schauen, was provoziert genau diese Weiterentwicklung eines Gewerbegebiets oder einer Umwidmung und und. Und wir haben da ein klassisches Beispiel. Es gibt da rechter Hand einen historischen Bauernhof. Dann gibt es unmittelbar daneben an der Grundgrenze gibt es dann einen großen überdimensionalen Versorger, also Lebensmittelmarkt und dann gleich anschließend wieder ein Wohnbau. Also da gibt es natürlich und Zwischenräume erkenne ich keine ganz zu schweigen, ob es qualitative gibt. Das heißt, das ist einfach über in unterschiedlichen Etappen immer nur fokussiert auf die jeweilige Aufgabe entwickelt und umgesetzt worden, aber nie in die Zukunft gedacht, was provoziert jetzt genau diese Weiterentwicklung. Und die Folgen, die sehen wir eigentlich Land auf, Land ab, durch ganz Österreich, dass eigentlich Räume, die keine Ordnung, und ich sage ja auch die Raumordnung mehr haben, eigentlich um unser Umfeld prägen. Aber über was diskutieren wir immer? Wir diskutieren immer über die bösen Architekten, die Häuser bauen ohne Dächer. Und wie gesagt, das Problem fängt eigentlich schon ganz woanders an. Okay. Und was habe ich da jetzt geschrieben? Weil ich rede da relativ frei. Die Möglichkeit zu gestalten wird oft nur auf das Gebaute selbst angewandt. Die Räume dazwischen werden dabei vernachlässigt und sind vielerorts nur undefinierte Restflächen. Genau. Und jetzt möchte ich auch noch eine Situation da anbringen, auch wieder aus Altenmarkt, weil ich da arbeite, weil ich das einfach täglich so erfahre. Und das ist wirklich einfach Ortsentwicklung, wie es passiert und gar nicht nur negativ. Das ist einfach der Alltag. Und ich würde da gar nicht urteilen, aber ich würde einfach nur bitten, dass man jetzt einmal sagt, es ist wirklich an der Zeit zu reflektieren, was die letzten 20, 30 Jahre passiert ist. Und wenn wir uns darüber heute committen können, dann haben wir, glaube ich, schon viel für die Zukunft gelernt. Das heißt, das ist mittlerweile das zweite Zentrum vom Altenmarkt. Jetzt kennen wenige wahrscheinlich von euch Altenmarkt, aber da gibt es den ganz klassischen Dorfskern, die Dorfmitte. Und wie es halt so ist, die aus wirtschaftlichen Gründen, aus raumplanerischen Gründen, entwickelt sich parallel ein zweites Zentrum, das definiert wird, weil sich einfach gewisse Wirtschaftstreibende, gewisse Infrastruktur dort ansiedelt, weil es da noch mehr Raum hat als im historischen Dorfkern. Und da passieren jetzt da einfach Situationen, weil man sich dieser langfristigen Entwicklung nicht bewusst ist oder die gar nicht einmal versucht hat zu skizzieren. Und was heißt es? Passieren einfach anlassbezogene Situationen, wo große Volumina irgendwie auf das Grundstück gesetzt werden, irgendwelche Zwischenräume besetzt werden. Natürlich klingt da erschwert mittlerweile dazu, dass die Mobilität in den letzten 20, 30 Jahren extremst zugenommen hat und das Auto in unserer Gesellschaft die heilige Kuh ist, das heißt, es wird alles dem Auto untergeordnet, mit den unterschiedlichsten Anforderungen, was jetzt da Stellplatzschlüssel, Parkierungen und so anbelangt. Und keinem oder nur wenigen ist es bewusst, dass das alles unser Umfeld prägt, ohne zu sagen, das Auto gehört jetzt weg. Ganz im Gegenteil, die Frage ist nur, wie geht man adäquat dann mit dieser Situation um und mit dieser Mobilität? Das heißt, wenn ihr da drauf schaut, sehe ich eigentlich nur mehr Restflächen und Parkflächen, die nur ungeordnet sind und irgendwie sind. Okay, dann gibt es, sage ich mal, in so Dorftypologien gibt es Leerstände und gibt es Gebäude, die aufgrund des Immobilienbooms wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren, sage ich mal, irgendwelchen Investoren in die Hände fallen. Und da gibt es jetzt so ein Beispiel.
Und auch da wird es immer wieder anlassbezogen nochmals Entscheidungen geben, ja, wie hoch darf der bauen, wie dicht darf der bauen, was muss der alles liefern. Und es gibt dort dieses ein kleines altes Haus da, ihr seht da mein Cursor, und das ist auch, sage ich mal, veräußert worden. Das war so ein kleiner Vorgarten, hat es da gegeben, und da will ich jetzt gar nicht naiv sein und idyllisch und sagen, das hätte so bleiben müssen. Aber das Ergebnis da ist einfach wieder bezeichnet für eine gesamte Entwicklung, wie sie heute leider so Usus ist. Und zwar, ihr seht da nochmal dieses alte Gebäude. Und war natürlich aufgrund der Situation, dass rundherum das Umfeld relativ boomt, war das ein attraktives Grundstück, das zu bauen, bebauen. Und auch mit dem Thema der Nachverdichtung, das ja durchaus aus gewissen Gesichtspunkten ein sehr legitimes und auch gutes Mittel ist, dass man die Zersiedelung, sage ich mal, entgegenwirkt oder auch die Versiegelung entgegenwirkt, dass man einfach dichter baut. Mit dem müssen wir uns als Gesellschaft einfach auch beschäftigen, wie hoch kann man bauen und wie geht man mit dem Thema um. Also ist es naheliegend, dass an diesem Bauplatz einfach nicht nochmal so ein zweigeschossiges kleines Häusl stehen wird, sondern da wird was Größeres stehen. So, und das ist jetzt das Ergebnis, was dort steht. Und ich würde jetzt gar nicht auf die Architektur, ob das jetzt schön ist oder nicht, das sei total nebensächlich in dem Fall oder aus der heutigen Betrachtungsweise. Was einfach nur so bedenklich ist, dass das Gebäude wirklich auf den Mindestabstand dieses Baurechts, sage ich mal, vorgibt, in das Grundstück gesetzt worden ist. Dann die notwendigen geforderten Stellplätze, weil da Wohnungen drinnen sind, Dienstleistungen, sage ich mal, nicht in der Tiefgarage verbaut worden sind, warum auch immer. Ich unterstelle da dem Werber, das wäre zu teuer gewesen und die Gemeinde hat das auch nicht gefordert. Und dann ist die Umgebung eigentlich, dass das Haus wie ein Passepartout umrundet ist und das alles versiegelt ist und rundherum nur mehr die Autos stehen und teilweise in Situationen, jetzt sieht man da nochmal den Vergleich. Das heißt, jetzt kann man über die Dichte sprechen, ob das angemessen ist oder nicht, aber da gibt es viele Möglichkeiten. Aber ich will heute auf die Zwischenräume eingehen. Und das sind jetzt die Ränder, wo früher vielleicht noch sowas war wie ein kleiner Vorgarten, wie ein Distanzgrün, wie atmosphärisch Zwischenräume, die wirklich jetzt einen Mehrwert für die Gesellschaft darstellen, gibt es nur mehr versiegelte Flächen, um hier einfach die notwendigen Parkplätze unterzubringen. Und keiner hat sich da wahrscheinlich Gedanken gemacht haben. Ich würde mir es wünschen, dass sie keine Gedanken gemacht haben, weil wenn das absichtlich so provoziert worden ist, dann ist es ja noch schlimmer. Aber jetzt haben wir das da und jetzt sollte man daraus eigentlich lernen. Dass ich Angst habe, dass unser Umfeld, Lebensumfeld, die nächsten 20 Jahre in die Zukunft blickend sehr viel, in sehr vielen Bereichen genauso ausschauen würde. Und ich war vor kurzem in Münster oben und da einfach geschwind mit dem Handy ein paar Fotos gemacht, auch unglaublich dicht verbaut, aber da sieht man möglicherweise, was einfach mit ein bisschen engagierten Grün, mit einfach die Zwischenräume, dass die genauso wertvoll sind, viel wichtiger als das einzelne Bauwerk, dass man da einfach ganz andere Stimmung in so einen Ort oder in eine Struktur oder in eine Siedlung reinbringen kann. Aber es braucht natürlich ein übergeordnetes Werkzeug, um das vorzugeben oder das zu provozieren. Und da gibt es natürlich eben die Möglichkeiten, wie gesagt, mein erster Ansatz ist bei mir selber, wenn ich immer ein Projekt angehe, zuerst einmal schauen, einmal sich zurücklehnen, den Bestand analysieren, was ist da, was ist die Umgebung, was wird überhaupt da jetzt gefordert, was ist gewünscht. Daraus die Erkenntnisse gewinnen und die Schlüsse, dann Qualitäten definieren, die Qualitäten diskutieren mit dem Gegenüber, mit allen damit Verbundenen und Vertrauten, weil das ist ein interdisziplinäres Thema, das ist nicht nur was, was auf Fachebene passiert, und dann Entscheidungen zu treffen. Wenn man sagt, dann entscheide ich, ja, dieses Gebäude oder dieser Platz ist jetzt für den Investor X vorgesehen, da wollen wir unseren Ort weiterentwickeln, dann ist es ja nichts Schlechtes und dann muss man die nächsten richtigen Schritte da annehmen. Und es gibt Möglichkeiten, ich darf da und ich freue mich, ich habe gehört, wir haben einen Bürgermeister aus Vorarlberg da, für mich ist ja Vorarlberg nicht in der Raumplanung. Der Bürgermeister da hat Vorarlberg genauso noch seine Probleme zu lösen, aber zumindest in der Auffassung der Baukultur und der Qualität der Baukultur und vor allen Dingen, ich komme auch vom Holzbau,
über der Auffassung des Handwerks, das wir einfach auch über Generationen mitgeben gekriegt haben und das man auch, das ich auch in Gefahr sehe, dass wir das alles verlieren, weil das Bauen einfach so anonym, wirtschaftlich banal und billig wird. Aber da gibt es ein Beispiel und das ist der Millenniumspark in Lustenau. Das heißt, das ist ein größeres Gewerbegebiet, wo es im Vorfeld, so gut ich mich einmal informiert habe, einen übergeordneten Gestaltungsplan gegeben hat von Landschaftsarchitekten. Die haben nicht die einzelnen Gebäude geplant, sondern die haben einmal geplant, wie sollte am Ende, wenn dieses ganze Gewerbegebiet fertig gebaut und gedacht ist, wie sollten da genau diese Zwischenräume ausschauen, was sollte das für Qualität haben. Ich habe mich vor Ort selber öfter über die Qualität überzeugen können. Mittlerweile ist das Ganze so eine schöne Anlage, dass da sogar am Wochenende die Leute durchspazieren. Ich habe jetzt nur eine Luftbildaufnahme gesehen. Das heißt wieder, wir sprechen nicht über die Qualität der einzelnen Gebäude und ob das zu hoch ist oder zu nieder. Und ihr seht da im hinteren Bereich ist einmal ein höheres Gebäude, ein flacheres, sondern wir sprechen über die Ordnung und über die Organisation dieser Zwischenräume, über Pflicht, über eine Pflichtmaßnahme, Bäume zu pflanzen, bestimmte Bäume zu pflanzen, Atmosphäre zu schaffen. Und wenn das dann fertig ist, wie gesagt, kann auch ein so vielerorts böser Gewerbebetrieb trotzdem plötzlich eine Qualität haben und ein Engagement an den Tag legen. Gut, das wäre jetzt einmal so ein bisschen mein Impuls. Ich glaube, da ist viel gesagt worden und mir ist ganz bewusst, dass wir heute da, wenn überhaupt, nur ganz am Rande ein bisschen einsteigen können. Vielleicht geht diese Art des Raumbildens und der Diskussion auf diesem Weg weiter. Würde mich sehr, sehr freuen und würde jetzt eigentlich bitten, dass wir da vielleicht einmal versuchen, ob wir uns da auf irgendein Thema einigen können, beziehungsweise wenn von eurer Seite Fragen sind, sehr gerne einmal in die Runde. Und Georg, vielleicht kannst du das ein bisschen lenken, leiten. Danke. Ich steige jetzt aus. So, Tom, danke dir für diesen ersten Impuls, weil dein Punkt war ja auch, das ist so breit, wo setzt man das an? Und wir haben gesagt, wir setzen einmal einen ersten Impuls, eine Stunde, einmal zu sammeln, zeichnen das auf. Und wenn wir am Schluss dann sagen, was könnten mögliche nächste Schritte sein, ist das wunderbar. Gelingende Beispiele, glaube ich, ist immer gut. Tom, du hast einige gebracht. Und was ich auch verstanden habe, ist, so Bauen mit Natur, Zwischenräume sind wesentlich. Und so lohnende Beispiele ein paar zu bringen. Ich hätte jetzt gerne im Westen angefangen mit einem Bürgermeister von Göffis, damals Lambert. Ihr habt den Baukulturpreis bekommen. Jetzt ist sehr, sehr wenig Zeit. Wir haben noch 25 Minuten, aber Herr Bürgermeister, einen ganz kleinen Impuls. Was macht es denn ihr richtig in meinem Ländle generell und bei euch in Göffis? Ja, ich kann natürlich nicht für das ganze Ländle reden. Ich kann auch für unsere Gemeinde Göffis reden. Also grundsätzlich eingereicht haben wir mit diesem Preis, mit unserem Projekt Mach mehr aus deinem Wohnhaus. Da ging es nichts anderes darum, als wir anhand von Best-Practice-Beispielen aufgezeigt haben, wie kann man minder genutzte Gebäude oder Leerstandsgebäude nutzen. Und oftmals ist es ganz banal, mit einer, sagen wir mal, Nachbesetzung der freien Flächen durch Familienmitglieder oder durch Enkel oder durch Verwandte von älteren Menschen, die halt einfach sagen, ich habe Platz, ich will diesen Platz zur Verfügung stellen und mit geringen Umbaumaßnahmen, immer relativ gesehen, kann man diesen Platz schaffen. Und die Synergien, die sich dadurch ergeben, sind ja nicht von der Hand zu weisen. Das sind ja die Synergien, alt, jung, Kinder, Enkelkinder, energetische Geschichten. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Und diese bei uns jetzt 15 Beispiele haben aufgezeigt, dass es durchaus möglich ist. Und mit dem wollte man einfach anregen, auch andere Hausbesitzer, die demselben Thema, die dasselbe Thema haben, auch darüber nachzudenken, ob das auch eine Möglichkeit wäre. Und wo habt ihr da konkrete Impulse gesetzt? Wie habt ihr das initiiert oder was war das für ein Prozess? Eine Initiative aus einem Bürgerrat. Das ging uns einfach darum, leistbares Wohnen. In Göffis, wir sind eine Wohngemeinde und auch eine Zuzugsgemeinde. Unsere Lage ist inmitten
zwischen Walgau und Rheintal und in der Nähe zu der Schweiz-Liechtenstein, wo relativ große Arbeitgeber sind. Und wir haben relativ großen Zuzug aus allen Bereichen Österreichs, aber auch Deutschlands. Und die lieben unseren Ort, weil wir trotz der zentralen Lage doch ein bisschen weg sind von der Stadt und natürlich ein optimales eine Wohnqualität darstellen. Oder? Und das schlägt sich natürlich, und das ist die andere Seite, schlägt sich natürlich unseren Grundstückspreisen nieder. Also ich weiß nicht, die Vergleiche mit den Gemeinden, die da noch teilnehmen. Also wir haben vor kurzem wurde ein Grundstück mit 1.000 Euro der Quadratmeter verkauft. Also wer bitte schon, welche junge Familie, wer kann sich das leisten, irgendein Grundstück zu kaufen und dann noch darauf bauen zu müssen. Also das Problem haben wir, und das Thema ist einfach, wir wollen auch unsere Bürger, die jungen Bürger im Ort irgendwie halten. Und ja, Zeigen wir einfach mit solchen Aktionen, mit solchen Sachen auch, es gibt auch andere Möglichkeiten, als ein Grundstück zu kaufen, ja, und nach bauen zu müssen. Aber Herr Bürgermeister, mal danke für den Impuls. Bürgerrat ist auch ein ganz interessantes Stichwort. Das gibt es im Ländle, da seid ihr auch breiter aufgestellt über den Gemeinderat hinaus. Danke mal vorerst. Wenn ich jetzt vom Westen vielleicht weitergehen darf, so in die Mitte Österreichs, Obersteiermark, Kramsau, haben wir auch einen Bürgermeister da, Ernst Fischbach, eine sehr begehrte Region fürs Bauen. Lieber Herr Bürgermeister, wie geht es dir da? Wie siehst du das, Lebensraumgestaltung? Du musst es auf laut stellen, ne? So, jetzt geht's. Bitte. Lebensraumgestaltung. Ja, wir lernen jetzt auch schon lange um. Ich bin seit 2015 der Bürgermeister und wir haben viele Initiativen gestartet. Und zwar haben wir einmal realisiert und versucht, einmal für uns zusammenzutragen, was ist passiert. Wir sehen es jeden Tag und vieles fällt uns natürlich nicht mehr auf. Was dann für uns ein ganz essentielles Thema gewesen ist, und die Investoren, die drängen ja ganz massiv zu uns herein, und wie mein Bürgermeisterkollege schon gesagt hat, Grundstücke um 1.000 Euro, das sind keine Seltenheit. Wir haben dann einmal angefangen, für uns, für unseren Gemeinderat, ich bin ja eben kein Politiker, aber Mehrheit im Gemeinderat, haben wir einmal mehrere Verordnungen, die sich positiv auf die Entwicklung unseres Ortes auswirken, im Gemeinderat beschlossen. Und zwar, wie er das Beispiel schon gesagt hat, in Altenmarkt von Tom Lechner, wäre das bei uns gar nicht möglich, weil wir die Parkplatzanzahl pro Wohneinheit erhöht haben. Jetzt bleibt ihm nichts über, wenn der jetzt wirklich eine viele Wohneinheiten da einbauen möchte, muss er ja zwangsläufig unter die Erde oben, weil wir selbstverständlich Grünflächen brauchen, weil wir Schneeablageflächen brauchen, weil wir eine Spielplatzfläche brauchen, und das ist nur eines dieser Beispiele. Wir haben genauso diese Architekten aus Graz, viele rundherum schreien ja auch und würden es am liebsten brennen sehen, also das her ja auch, und durch die Globalisierung, aber auch durch den Egoismus, den jeder hat, entstehen dann einfach Gebäude, wo sich viele halt ein Zeichen setzen wollen. Ist es der Geldgeber, der halt einfach sagt, schaut her, was ich kann? Ist es der Architekt mit seinem besonderen Stil, und da sehen wir auch mit dem räumlichen Leitbild, das wir jetzt gerade wieder neu entwickeln im Zuge unserer Revision des Flächenmittlungsplans, ist ja jetzt gerade ganz gut dabei, das neu zu gestalten. Wir werden einen sehr ökologischen Beitrag dazu einbringen, mit so Bodenreserven. Das heißt, wenn die Gemeinde was gibt im Zuge einer Widmung, muss der Bauwerber aber was zurückgeben. Ob das ein Grundstück ist, ob das ein Recht ist, ob das eine Dienstbarkeit ist oder was auch immer, werden wir in diesem räumlichen Leitbild auch festsetzen. Es ist uns jetzt auch gelungen, weil wir ja solche Bausprechtage eingeführt haben, ist uns auch gelungen, die Bauwerber darauf hinzuweisen, was wir wollen. Das soll jetzt ja sehr positiv auf die einwirken, weil wir ja wissen, die Kreativität der Architekten, und das ist bitte schön nicht preisgemacht, die ist ja unendlich. Jetzt haben wir eine Bebauungsrichtlinie, haben wir mal rausgegeben, wir sagen, wir wollen eben Satteldächer bei übergeordneten Baukörpern, bei untergeordneten ist ja durchaus auch ein Flachdach möglich. Wir wollen Dachüberstehende, wir wollen eine gewisse Begrünung, wir wollen das und wir wollen das. Das ist nicht maßgeschneidert und nicht zugeschneidert auf Investoren.
Und trotzdem stellen wir uns da schon richtig an und sagen, schaut her, das ist unser Stil, den wir ab jetzt pflegen möchten, weil wir haben es bei den Traditionen schon lange übersehen. Und wir haben, wenn man das ja so sehen kann, wir haben einfach Gebiete, da gibt es jegliche Bauarten, da gibt es jegliche Bauformen und das ist schon eine mittlerweile Geschmacksverirrung. Eine Geschmacksverwirrung, wo sich halt jeder sein Zeichen setzt und was vielleicht die nächsten 50 Jahre stehen bleibt. Wie gesagt, wir haben Maßnahmen geschaffen. Ich muss auch sagen, wir sind jetzt bei unserem Flächenwidmungsplan sehr sparsam unterwegs. Wir haben ja noch genug Bauland, das ja noch zu nutzen wäre und somit gibt es ohnehin nicht viele Möglichkeiten. Ich will noch eins sagen, es ist uns schon wichtig, und zwar nicht mir jetzt als Politiker, das ist ja einmal angesprochen worden, ja eben ein Gewerbegebiet auszuweisen, das stellt sich erst in 15, 20 aus. Es ist mir völlig egal, was irgendwer mal sagt, was ich da habe. Nur eins ist mir schon wichtig, dass man in den Spiegel schauen kann und sagen, ich habe das Gewerbegebiet jetzt nicht aus politischem Hintergrund ausgewiesen und sehen wir uns ganz ehrlich. Wir alle miteinander, alle Bürgermeister kennen ja eine Gemeinden und das waren zu sehr großen Teil politische Entscheidungen, warum da ausgewiesen worden ist und warum da nicht ausgewiesen worden ist. Und das haben wir auch massiv verändert, wie bei uns wieder jeder gleich behandelt. Also die Politik hat da überhaupt keinen Platz. Wir sind natürlich auch politisch besetzt. Und deswegen haben wir sehr, sehr gut in den Griff. Wir haben viele Anfragen, wir haben aber, ich will nicht sagen, dass wir uns anstellen, aber wir sagen denen ganz, ganz klar, was wir haben wollen. Wir wissen, es gibt Rechte und Pflichten auf dem Bauland und die fordern eine Rechte ein, ich fordere dann die Pflichten ein. Das nehmen wir sehr, sehr genau. Wir haben wunderbare Gutachter, wir haben einen extrem tätigen Gemeinderat und somit haben wir das relativ ab jetzt oder seit 2015 gut im Griff. Das heißt nicht, wie es meine Vorredner schon gesagt haben, dass nichts mehr passieren wird. Wie gesagt, wir haben das auch, dass Gebäude, das wird so kommen, Gebäude gekauft werden und maximiert werden, aber da schauen wir dann bei der Widmung und bei der Nutzung, sind wir sehr, sehr exzessiv unterwegs und die Investoren wissen mittlerweile, dass es nicht sehr bequem ist, in der Ramsau ein Investorenprojekt zu bauen. Herr Bürgermeister, beeindruckend. Vielen, vielen Dank. Darf ich noch eine Frage stellen, ergänzend, die oft kommt einmal, dass man sagt, naja, ist der Bürgermeister Bauinstanz, also erste Bauinstanz, ist das geeignet oder sollte es ein anderer Rahmen sein? Das kehrt wieder. Und jetzt merke ich, aber ihr seid verwurzelt mit Gemeinderat, all diese Sachen vielleicht ein bisschen provokativ gemacht. Ist der Bürgermeister der Richtige, der entscheidet? Das kommt immer auf die Verantwortung vom Bürgermeister und auf die politische Konstellation. Das kann man, glaube ich, jeder bestätigen. Nachdem ich unabhängiger Bürgermeister bin und überhaupt von niemandem irgendwie abhängig bin, ist es jetzt so, gehe ich jetzt davon aus oder bilde ich mir ein oder ist die Rückmeldung aus der Bevölkerung genau da richtig gelagert? Wir haben natürlich übergeordnete Instanzen, das ist das Land Steiermark, so wie in unserem Fall mit den Rechtsabteilungen, die sehr wohl überprüfen, was wir deren. Das funktioniert auch sehr gut und wenn es einen guten aktiven Gemeinderat gibt, dann würde es beim Bürgermeister lassen und speziell was die Raumplanung anbelangt, das ist ja noch vorm Bauen, eben die Raumplanung, da wissen sehr wohl die Gemeinden, was notwendig ist und was nicht. Es ist nur sehr wichtig, dass das verantwortungsvoll gemacht wird. Das glaubt aber jeder von sich selber. Auch wir glauben es, dass es sehr verantwortungsvoll ist. Nur wir merken es jetzt von den Rückmeldungen, dass das auf jeden Fall der richtige Weg ist. Weil es ist egal, ob das der Fritz, der Franz, der Hirs oder der Sepp ist. Und es ist egal, welcher Partei er angehört. Und es ist egal, wie viel Geld er eingeschoben hat. Es gilt für jeden das Gleiche. Gleiche Rechte für alle, gleiche Pflichten für alle. Deswegen funktioniert es jetzt bei uns sehr gut. Ich darf nur ein Beispiel dazu sagen. Das Thema Bebauungsdichteerhöhung, das geistert ja auch durch alle Medien, eben genau wegen diesen Investorenprojekten. Und da kommt man da einmal und der soziale Beitrag dazu, den es fast bei keinem Projekt gibt, das ich kenne, muss ich auch dazu sagen, das wird bei uns gar nicht diskutiert. Das ist nicht einmal eine Frage, also über das wird nicht einmal geredet. Das weiß man einfach, eine Bebauungsdichteerhöhung, wir haben einen Flächenmittlungsplan, den können wir alle lesen, da ist die Bebauungsdichte festgelegt und das ist es. Und bitte, liebe Planer, liebe Bauwerber, wie auch immer, daran hat man sich zu halten und man kann heute, ich gehe jetzt einmal von unseren Tourismusbetrieben aus, die gewachsenen Tourismusbetriebe, wenn der heute seinen Wellnessbereich erweitert zur touristischen Qualität,
dann könnten wir uns vielleicht den einen oder anderen Prozentpunkt vielleicht schon vorstellen. Aber nicht, dass wir einander nur helfen, dass wir den sogenannten sozialen Nebenwohnsitzbau dann auch noch umsetzen. Da sind wir auf jeden Fall nicht dabei. Die haben es auch schon sehr gut durchschaut. Wir sind gut ausgebildet und wir kennen mittlerweile die ganzen oder die meisten von diesen netten Geschichten, von den Investorenmodellen, von den Nutzungsunterschieden oder von den Nutzungsmöglichkeiten, die man da so, oder von, ich sage mal so, von den guten Gründen, die ja jeder hat, was zu bauen, weil es bei einem anders ist, als wir beim anderen. Wunderbar. Bürgermeister, danke, danke. Wir stehen ja für Wissenstransfer. Also es sieht da viel, was sicher in die 2000 Gemeinden transferiert werden kann. Ist, glaube ich, auch wichtig. Ihr seid ja auch sehr gefordert aus vielen Gründen heraus. Ist eine große Verantwortung, gibt unterschiedlichste Interessen. Ihr habt euch da offensichtlich ganz klar positioniert. Und wenn ich jetzt noch in Osten gehen darf, Strehm, Bezirk Güssing, Bürgermeister Bernhard Deutsch. Lieber Bernhard, ihr seid ja, eine Region, wo es die Kunst eigentlich ist, die Bürger, die Menschen dort zu halten, was euch wunderbar gelungen ist. Wie ist bei euch das Thema Bauen? Wie würdest du das sehen? Oder was gibt es bei euch für die Highlights? Oder wie siehst du das im Osten? Ja, wie gesagt, unsere Region ist natürlich ganz anders aufgestellt. Wir sind im einzigen Bezirk Österreichs, wo es keinen Anschluss an die Verkehrsinfrastruktur gibt, weder Autobahn noch Eisenbahn, und deshalb haben wir hier eher mit Abwanderung zu kämpfen, mit Überalterung, und da ist es schon eine Kunst, dass man das Ganze auch wirklich schafft. Wir haben uns hier vor Jahren wirklich zu einer Wohngemeinde etabliert, vor über 2 Jahrzehnten auch mit dem Thema erneuerbare Energie, Nachhaltigkeit begonnen, sind hier eine Vorzeigegemeinde in, glaube ich, Europa mittlerweile, weil wir ein Vielfaches unserer Energie mit Ressourcen, die vor Ort hier verfügbar sind, machen. Und haben uns jetzt in der Zeit von Corona auch irgendwo dessen besonnen, was wir haben, also Lebensqualität, Ruhe, gutes Klima und so weiter. Und das hat uns an und für sich einen unheimlichen Boom beschert an Nachfrage nach Bauland. Also wir waren eher das, was sehr schwierig war, Bauland zu verkaufen, und haben jetzt in den letzten 1,5 Jahren zum Beispiel 45 Hausplätze verkauft für so eine kleine Gemeinde mit 900 Einwohnern, und das ist schon extrem. Und haben dadurch einen enormen Zuzug jetzt gerade. Wir haben aber gesagt, wenn wir bauen oder irgendwo Bauland schaffen und das irgendwo verkaufen, dann möchten wir schon gewährleisten, dass dort auch irgendwo nachhaltig gebaut wird, und so haben wir mit einem einheimischen Unternehmen, mit der Firma OK Haus, hier ein Projekt geschaffen, wo wir Holzhäuser bauen. Und wir bauen jetzt gerade 19 Holzhäuser. Das wird in Vollholzerbasis gebaut. Und das ist für uns etwas ganz was Tolles, weil die Rohstoffe an und für sich alle aus der Region hier kommen. Diese ganzen Firmen, die da beteiligt sind, kommen aus der Region. Und so können wir hier wirklich nachhaltig etwas machen. Und wie gesagt, diese Vollholzhäuser, das ist etwas ganz was Tolles, weil auch die Technik, die da eingebaut ist mit Photovoltaik, mit Luftwasserwärmepumpe und so weiter, dafür sorgt, dass die ganze Energie im Bereich Strom, Warmwasser und auch Heizung hier an und für sich selbst erzeugt wird mit dem, was wir da an Technik verbauen. Und ja, das ist etwas ganz was Tolles hier für uns. Wenn ich nur schaue in die Nachbargemeinden, die verlieren sehr viel an jungen Leuten. Wir haben sehr viel Zuzug, können dadurch natürlich auch die ganze Kinderbetreuungseinrichtung am Leben erhalten. Wir können Nahversorgung und unser Kleingewerbe, das es hier gibt, natürlich auch dementsprechend hier unterstützen. Wenn man die Grundstückspreise anspricht, die ich vorher gehört habe, das ist sehr schön. Ja. Bei uns bewegt sich der Grundstückspreis zurzeit bei 15 Euro der Quadratmeter. Also wie gesagt, wir sind irgendwo im Billigbereich, aber wir verscherbeln deshalb nicht unser Bauland. Wir gehen auch hier sehr sorgsam damit um. Ja, danke, lieber Herr Bürgermeister. Ganz eine andere Situation, aber ich weiß, wie weitsichtig du agierst. Thema Energie, was du gesagt hast, wirklich total eine Vorzeige gegen Gemeinde. Und von dem leben wir, dass wir wirklich sagen, wo ist das Gelingende? Also nicht das, was nicht funktioniert, sondern umgekehrt. Jetzt würde ich mir wünschen, dass wir ein bisschen mehr Zeit hätten. Wir haben aber nur mehr 10 Minuten. Jetzt schauen wir, wie können wir transparent etwas zeigen. Und ein Teil unseres Projektes sind sogenannte lebenswerte Gemeinden. Das heißt, wir suchen uns Zellen aus den 2000. Ursprungsimpuls war 2017 Gerald Hüther, kommunale Intelligenz, wo wir Gemeinden begleiten, unterstützen in ihrer Gesamtentfaltung. Also Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Gemeinde, Politik, also alle in einer Einheit, Kultur.
Eigenverantwortung. Liebe Grüße vom Helmut Mödelhammer, der ist heute einmal privat unterwegs, er ist ja Pensionist, aber er steht auch als Mentor dahinter. Wir tauschen uns oft aus mit ihm und sagen, ah, wo kann die Reise in dem Sinn hingehen, bei aller Forderung. Und was natürlich schon der Impuls immer wieder war, Investoren, es gibt wirtschaftliche Zwänge, wirtschaftlichen Druck und wie hält man den Stand, was tut man? Ich hätte dann noch gern übergeleitet auf die Gemeinden. Leider geht es sich nicht aus, dass wir alle reinnehmen. Das wäre eine Möglichkeit, vielleicht im Chat auch Fragen zu stellen, die wir beim nächsten dann einbinden. Da wird der Lechner dann entscheiden, wie gehen wir da weiter. Aber ich bin einmal schon sehr, sehr dankbar über diesen Erstimpuls heute. Und ich hätte einen jetzt noch gebeten, den Herrn van Hamedner. Ihr habt den Resisant fürs Ressourcenforum verantwortlich und ihr habt gerade einen Kongress gehabt und da war das Thema so Flächen sparen in Gemeindenverdichtung. Könnten Sie dann in kurzen Worten sagen, was die Essenz ist oder vielmehr, wo sind die Chancen, was könnte man tun, was ist der Schatz, den Sie da gehoben habt bei diesem Kongress? So, dann, ich hoffe, Sie können mich hören. Gut. Bestens, danke vielmals für die Anmoderation. Ja, darf ich mir auch ganz kurz vorstellen, Andreas van Hamedner, Ressourcenforum, eine Organisation oder ein Verein ähnlich wie der vom Herrn Dückgruber, der versucht, quasi die Schätze der österreichischen Gemeinden und auch Betriebe zu heben, die interessante Erfahrungen gemacht haben und um diese vor den Vorhang zu holen, damit andere davon lernen können. Wir haben vor kurzem gehabt die Veranstaltung Flächen sparen, aber wie? Die Sie auch in Kürze auf unserem YouTube-Channel nachsehen können. Ja, es lässt sich wahrscheinlich nicht ganz in wenigen Minuten auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Das Wichtigste ist vielleicht, es sind die vielen kleinen Schritte. Und das Zentralste ist, dass gerade in Gemeinden das Ziel sein muss, die Bevölkerung mitzunehmen, mit geeinter Stimme zu sprechen und es nicht als ein Ziel von außen wirken zu lassen, Flächen zu sparen, sondern ein Ziel von innen zu argumentieren, für jeden Bewohner der Gemeinde, dass das wichtig ist, dass das Lebensqualität bringt, dass das nicht nur die Erfüllung von übergeordneter politischer Ziele ist, sondern eben für jeden einzelnen Bürger einer Gemeinde von nachhaltigem Nutzen ist. Ja, wir haben da auch mehrere Beispiele gehört aus Bayern und aus Österreich. Ich würde sagen, das kann ich fast nicht in 2 Minuten zusammenfassen. Ich werde dem Herrn Dückgruber den Link schicken für die Aufzeichnung des Webinars und würde mich freuen, wenn Sie sich dann mit allfälligen Fragen an mich wenden. Und auch ein herzlicher Dank heute an alle Referenten. Ich fand das sehr spannend. Danke, Herr van Hamedner. Danke, danke. Das Wort Freiraum ist öfter gefallen und ich habe kürzlich oder vor 2 Tagen mit einem anderen Architekten, mit Gerhard Kopeinig, gesprochen, der so ein Leerstandsmanagement, also Ortskernentwicklung, der auch schon als Mediator wirkt. Und das Projekt nennt sich Freiraum. Und es ist auch interessant, war der Kärntner Landesrat dabei. Und es gibt auf vielen Ebenen gibt's schöne Prozesse. Also es gibt sehr wohl die ermutigenden Dinge, wenn wir draufschauen. Und diesen Fokus wollen wir schaffen. Wenn ich jetzt die resten 6 Minuten noch überleiten darf, auf 2 Zählen, die uns sehr wichtig sind. Und zwar Gemeinde Ebenau bei Salzburg, 20 Kilometer ungefähr entfernt. Man sieht auch, da gibt es keinen Lebensmittelhändler, obwohl gute 1000 Einwohner. Und Leo Baumfeld ist bei uns, dieser Regionalentwickler der ersten Stunde, Agenda 21. Für uns ein ganz großer Schatz, Leo. Immer wieder mit Impulsen da. Und du warst ja beim Prozess in Ebenau dabei. Magst du ganz kurz sagen, Ebenau, was so ein Kernerlebnis war dort? Danke, ganz kurz. Ich habe ein interessantes Erlebnis gehabt. Und zwar der Bürgermeister hatte in seinem Büro hatte einen Plan von der Gemeinde, ein Luftbild. Und da war so eine Siedlungszunge, könnte man sagen, mit 7, 8 Häusern. Und mittendrin war eine Parzelle frei. Und dazu hat er eine interessante Geschichte erzählt. Und zwar hat er erzählt, dass die Menschen, die da in diesen 7, 8 Häusern wohnen, diese freie Parzelle nutzen, gemeinsame Geburtstagsfeier zu machen, ein Sommerfest zu machen und oder eben Feiern, verschiedene Feiern zu machen. Und dann habe ich ihn gefragt, naja, das ist ja eine interessante Geschichte, die du da erzählst, weil damit hast du ja einen Dorfplatz hier für diese paar Häuser hier. Sagt er, ja, das stimmt. Und was wird passieren? Und sagt, naja, gut, wenn die Zelle dann verkauft wird, dann ist es verkauft und dann steht dann ist das Loch geschlossen sozusagen, dann ist es voll. Und ich habe mir gedacht, schade eigentlich, es wäre ganz großartig, wenn sozusagen vom Bebauungsplan her vorgesehen wäre, dass so Häuser so einen Platz haben, wo die Menschen einfach
niedrigschwellige Begegnungsräume haben, um sich zu treffen. Erstens einmal, um sich zu treffen, ohne einen Termin auszumachen und einfach sich zu treffen, niedrigschwellig solche Dinge zu organisieren. Und das, was der Tom im zweiten Teil gesagt hat, das habe ich eigentlich auch so verstanden, das ist praktisch, man könnte sagen, eine Architektur für Begegnungsqualitäten. Das wäre das Motto dieser Stunde, Architektur für Begegnungsqualitäten. Das würde ich mir wünschen, dass österreichweit die Raumplaner, die Siedlungsentwickler und die Architekten sich diesem Motto unterordnen. Leo, vielen, vielen Dank. Gerade der Weitblick, Karl Siegertsleitner, Altbürgermeister von Steinbach an der Steyr, den einige kennen. Es ist wirklich beeindruckend, wenn man so weitreichende Pläne wahrnimmt. Und da darf ich jetzt zum letzten Schatz kommen oder zum letzten Impuls. Gumpoldskirchen. Und Gumpoldskirchen hat offensichtlich auch was richtig gemacht oder viel richtig gemacht. Ich darf da kurz einblenden, Luftbild. Und man sieht da Gumpoldskirchen da im Norden, da sind da ganz viele Freiflächen. Der Amtsleiter hat gesagt, es hat einen Gemeinderat gegeben, der hat wirklich sehr, sehr weitreichend gewirkt und entschieden. Gewerbegebiet ist vorgelagert, es ist wunderschön, auch noch vom Bau, da gibt es noch die Wasserrinne dort, da, wenn ein Gegenverkehr ist, bleiben die Autos stehen. Das wird eine lebenswerte Gemeinde als Gesamtentwicklung, da wird der Boden einen wesentlichen Teil spielen oder eine wesentliche Rolle spielen, wird auch Gemüseproduktion, Humusaufbau, auch die Winzer wieder einzubinden, zu unterstützen in ihrer Entfaltung, weil oft ja das Naheste nicht so geschätzt wird. Ich bin da dann dabei, Schätze zu finden, also Menschen mit Potenzialen. Und wir haben heute auch Johanna Gewishuber. Und Johanna, du hast ein wunderbares Projekt in die Wege geleitet, was auch der Anker, die Verbindung ist und auch der Grundschatz ist, warum sie das entwickeln kann. Also mit Gerald Hütter, um es nochmal zu erwähnen, so kommunale Intelligenz, eine Gesamtentwicklung, dass man sich in einem Boot sitzt und dass man gesamt schaut, dass sich ein Ort entwickelt. Wie würdest du Gumpoldskirchen sehen? Es ist oft nicht beschreibbar, erlebbar. Du musst hinfahren und die Gumpoldskirchen, das verliebst du einfach. Und da bin ich nicht nur ich der Einzige. Was ist Gumpoldskirchen? Warum wirkt das so gut? Warum streut das so gut? Warum ist das so ein besonderer Ort, Johanna? Ja, hallo. Danke für diese Inputs. Freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Ja, ich glaube, es ist genau das, was du gesagt hast. Wir sind eingebettet noch von Weingärten, von Landschaft, die nicht verbaut ist. Und trotz alledem haben wir genau die gleichen Themen im Ort, dass alle herziehen wollen, weil es halt so schön ist und weil wir in der Nähe von Wien sind, weil wir halt da auch sehr attraktiv sind. Und ich finde, für mich ist das Wichtigste, dass wir das erhalten und es stimmt. Die Gemeindevertreter haben das ganz, ganz großartig gemacht. Der Ort ist geprägt vom Wein. Und ja, und jetzt ist so die Aufgabe, das ein bisschen weiterzuführen und das eben noch lebendiger zu machen. Und das ist auch dieses Thema, danke Tom. Ich habe schon ein bisschen mehr verstanden. Ich bin halt eine, die da kämpft, dass das halt so bleibt. Und Gott sei Dank darf ich da dabei sein, auch einen kleinen Teil dazu beizutragen. Aber diese Häuser, glaube ich, die diese Architektur auch hier in Gumpoldskirchen halt geblieben sind, die wieder aufgebaut worden sind, die so viele Geschichten erzählen können. Also es gibt Architekten, die da reinmarschieren und sagen, ja, da können wir noch, das sind so große Grundstücke im Ort, da können wir alles zupflastern, da können wir nur 10 Wohneinheiten reinbauen. Und da ist auch die Gemeinde jetzt, also auch der Herr Bürgermeister, so wie alle, die sich heute hier gemeldet haben, ganz großartig, weil wir wissen, dass wir das erhalten müssen für unsere Kinder und dass dieser Ort weiterleben kann, so schön, wie er gebaut worden ist. Und das darf man nicht zerstören durch irgendeinen Egoismus, wo man sagt, da kann ich mich herzeigen. Aber ja, ich glaube, das spürt man dann, wenn man herkommt in diese Ortschaften, wenn das geblieben ist. Und manchmal kann man es gar nicht erklären, weil diese Bausubstanz so alt ist, dass man nur weiß, man fühlt sich wohl. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit, ich merke es an meinen Gästen, ich habe einen Heurigen, die kommen rein und sagen, naja,
sehr interessant. Da bröckelt ein bisschen was ab. Es ist halt so eine alte Bausubstanz, wo man nie aufhören kann. Und da geben, glaube ich, dann auch viele auf. Aber wenn du dann siehst, wie die Leute glücklich reinkommen, sowas noch erleben zu können, und diese Geschichten, die du da erzählen kannst, weil so ein dickes Gemäuer gibt es gar nicht mehr. Also ich glaube, das ist wert. Und wie ihr seht, ich glaube, ich muss aufhören, aber so viel Zeit haben wir nicht. Aber ich glaube, um das geht es, um diese Freude halt, das wieder zu erleben, das wieder zu sehen. Und es war zeitlang nicht der Fall. Da hat alles ganz gerade und sauber sein müssen. Und jetzt sind diese Winzerhäuser sehr gefragt, weil eigentlich will jeder in sowas wohnen, weil es ganz ein anderes Lebensgefühl ausmacht. Und ja, dafür danke ich, dass wir das hoffentlich so erhalten und so weitergeben können. Schön, Johanna. Danke, danke. Ich bin morgen unterwegs oder darf morgen unterwegs sein nach Gumpolskirchen, Schatz finden einige Tage. Nächste Woche haben wir dann den Start eben über dein Projekt. Dann gibt es einen Wandertag am 28. mit dem Weltenwanderer, mit Gregor. Und wir dürfen da berichten, es wird eigene Internetseiten geben, weil was ich schon oft sehe, es passiert viel, aber wie stellt man das da? Also wir wollen das sehr wohl sichtbar machen, auch das Engagement der Bürger, der Bewohner dort, also eine Co-Kreation, ein gemeinsames Gestalten. Und darum gehen wir auch da nicht hin mit einem Konzept und sagen, so machen wir das jetzt, sondern das kann gar nicht sein, sondern das entsteht dort. Und das ist ganz ein schöner Prozess, ich freue mich riesig drauf. Und jetzt haben wir 2 Minuten überzogen. Lieber Tom, darf ich zurückgehen an dir? Du hast ein paar Mal gelächelt und hättest sicher noch einige Querimpulse gehabt. Wie siehst du das jetzt? So, also Zusammenfassung, was könnte der nächste Schritt sein? Wie können wir das Ganze, den Prozess unterstützen und auch die Bürgermeister würdigen? Ich habe ja öfter Gespräche mit Bürgermeistern. Das ist ein riesiges Spannungsfeld. Und Bürgermeister zu sein, heute ist eine Riesenherausforderung. Und wie können wir da auch die offizielle Gemeinde unterstützen in dem ganzen Prozess? Wie siehst du das zusammenfassend? Ja, ich bin sehr erfreut, dass wir da jetzt, sage ich mal, uns schon committen können, dass wir die Problematik sehen und dass es schon viele, viele Gemeinden gibt oder zumindest die, die heute anwesend sind, die schon die richtigen Handlungen und Aktionen setzen, der eine so, der andere so. Aber wir sind uns mittlerweile alle bewusst, dass Naturraum enden wollen ist und dass wir einfach eine unglaubliche Verantwortung mit tun haben, jeder in seinem Umfeld. Natürlich muss man sagen, bei so einer Veranstaltung reflektieren auch nur diese Leute, die da sowieso ohnehin schon sensibel drauf sind. Und es wäre halt ganz wichtig, dass jeder so in seinem Tun das dann wirklich in die Breite reinkriegt, sodass das, wie eigentlich die Intention der Ökonomie der Menschlichkeit ist, dann von der Gesellschaft raus eigentlich als Qualität gesehen wird und nicht von oben doktriert wird. Also ich bin sehr, sehr zuversichtlich und freue mich, wie gesagt, dass da die unterschiedlichsten Innovationen gibt auf unterschiedlicher Ebene. Und ich würde mich sehr freuen, Georg, wenn man es in dieser Art wieder weiterentwickeln können und vielleicht gibt es auch von den Anwesenden da vielleicht einen Input, dass man sagt, okay, nächstes Mal fokussieren wir vielleicht ein bisschen bewusster das Thema so oder das Thema so und bin da gerne bereit, auch meinen Input wieder zu liefern oder den auch zur Verfügung zu stellen. Schön, dann danke, danke. Ich habe mir gedacht, es wäre lohnend, wenn man vielleicht auch so als Gemeinde sich anschaut, wie Ebenau oder Gumpolskirchen und einfach einmal sagt, ja, wo sieht man die Ressourcen? Wirklich so eine gemeinsame Betrachtungsweise. Da ist viel möglich ein ganz wichtiges Thema. Danke dir nochmal, Tom. Es ist wirklich unschätzbar, was du da für die Gesamtentwicklung tust, wo du oft betont hast, es geht nicht um ein einzelnes Haus, sondern es wirkt gesamt und wir haben halt Situationen, die sind nicht mehr wiederkehrbar, sind nicht umkehrbar. Und darum sind wir jetzt am Punkt und sicher ganz ein wichtiger, schöner Prozess. Wir unterstützen, wir wollen das auch nach außen tragen. Es gibt auch Medien, die das ganz, ganz gut und gern kommunizieren. Und der nächste Punkt ist halt jetzt Gumpolskirchen, wo wir wirklich einmal sagen werden, was möglich ist in der gemeinsamen Gestaltung mit großer Unterstützung der Gemeinde. Und das war bis dato nicht da. Und das ist wirklich auch ganz, ganz wesentlich, dass der Bürgermeister, ein toller Amtsleiter, gesagt hat, ja, wir machen auf, wir gehen gemeinsam, wir machen eine Co-Kreation. Und die Basis ist da gelegt. Vielen, vielen Dank euch allen und sorry, dass nicht alle dran gekommen sind. Das war heute in der kleinen Runde so ein Wunsch gewesen von mir, dass jeder ein bisschen was sagt, ist nicht gelungen. Danke für euer Verständnis. Bleiben in Kommunikation. Gern, wenn ihr eine E-Mail schickt, Newsletter abonnieren und so wird sich das Feld mehr und mehr aufbauen. Wunderschönen Tag noch. Alles Gute. Bis bald. Liebe Grüße in die Runde. Ciao. Tschüss.